Hä? Wo ist der Feind? Hallo? Feind? Ach da! Das finde ich frech. Ich kann hier dooferweise keinen Turm platzieren, sonst hätte ich ja noch einen hingesetzt, aber. Also ein bisschen hier irgendwie platzieren, ne? So leicht außerhalb vielleicht. Das wahrscheinlich gehen, ja. Naja, ist egal. Die werden damit schon klarkommen. Das ist natürlich eine Taktik. Die ich doof finde. Ja, manchmal stimmt dieser Spruch. Die Frage, bringt da hinten den Turm was, ne? Ich fürchte nämlich, der bringt eigentlich nichts, wenn ich den dahin mache. Ich weiß, wie ich es mache. Ich ziehe hier eine Mauer hin. Dann kann ich nämlich die hier auch wieder wegmachen, weil die können ja nicht da über den Fluss rüber. Sondern das geht ja nur da. Dann setze ich da noch einen Turm hin. Weil die werden jetzt hier die gleiche Taktik machen wie eben. Die halt leider gut ist. So mehr oder weniger halt, ne? Aber für mich ist sie halt nervig. Ja, oder sie machen sie doch nicht. Was ich wieder gut finde, weil dann kann ich nämlich meine neue Taktik ausklamüsern hier. Alle in dieser Armee hier. Alle bitte direkt zu meinen Streitkräften. Sich einmal anschließen. Nein! Nicht gut aufgepasst. Denn ich muss natürlich hier dieses Stein hin tun. Weil ich das halt möchte. So. Jetzt machen wir die einfach gerade durch, oder? Geht das, wenn ich die einfach gerade durchmachen würde? Ginge das? Meine lieben Tiere, ihr verhindert hier gerade einen wichtigen Bau von einer. Na, der Baum ist es auch, okay. Lieber Baum.
Ja, das ist schön für das Schwein. Ich bin gerade am Umbauen meiner Burg. Das wäre schön, wenn du noch so lange warten könntest mit dem Angriff. Bis ich hier meine Mauer fertig gezogen habe. Reicht das noch für einen Turm? Ja, es reicht sogar noch für einen Turm. Es sollen aber noch, ja, zwei Türme vielleicht werden, ich weiß es noch nicht so genau. Wie viele Bogenschützen habe ich hier? Ihr geht mal hoch da schon. Aber nicht alle. Aber nicht alle, bitte. So ein paar Leute hätte ich gerne auch, wie gesagt, hier noch. Ich mache, glaube ich, eine viel zu große Armee hier. Aber stellen wir mal noch einen auf Armbrüste um. Ja, jetzt nicht mehr. Schön. Jetzt habe ich nämlich auf jeden Fall die Taktik, die sie eben gemacht haben, die geht jetzt definitiv nicht mehr. Und das soll mir recht sein. Ja, bitte einmal dich hierhin positionieren, mein Lieber. Wie sieht es mit der Beliebtheit aus? Ja, so ist gut. So sind die Steuern nicht zu hoch. Und nicht zu niedrig. Bewegt euch, Hunde! Ja, und der Trick ist halt, dass sie ruhig das Tor so ein Stückchen vorsteht. Dann machen die nämlich mal das Tor kaputt. Und das ist schnell repariert. Ja. So ist die Verteidigung, glaube ich, schon ganz gut. Dann wollen wir gleich mal angreifen hier, was? Würde ich sagen. Was bringt mir denn Baumeister? Ich kann Katapulte bauen, okay. Da sind wenig Bogenschützen drauf, eigentlich. Oh Gott, ja, egal. Aber man unterschätzt es wahrscheinlich trotzdem, ne? Dann machen wir mal. Noch zwei davon. Und ich würde sagen, wir machen den ersten Angriff, oder? Aber ich würde sagen, vorher, jetzt fangen wir nämlich an, selber anzugreifen, speichern wir dann immer ab. Damit ich zur Not nicht eine ganze Armee in den Sand setze. Was ja immer passieren kann, leider. Ich würde sagen, wir greifen von hier oben an. Oder wir warten, nee, wir warten den Angriff ab von dem Schwein. Wir warten den Angriff von dem Schwein noch ab, weil nicht, dass ich da dann, dass der sich umentscheidet und meine Truppen angreift.
mit dem ich am Angreifen bin, das wäre so doof. Deswegen warten wir den Angriff vom Schwein noch ab. Obwohl, ich will nicht warten jetzt. Hier kommen wir speichern jetzt nochmal ab. Dann seht ihr nochmal Steamlabs, weil immer wenn ich speichere. Ja. Ja, den ganzen Weg. Oder auch nicht. Wenn die jetzt gerade angreifen, ist es, glaube ich, unpraktisch, wenn eine Armee die Burg verlässt. Aber ich habe relativ viel Holz, sehe ich gerade. Das heißt, wir können die Käsefarmen noch mal ein bisschen erweitern, damit die nicht meckern, dass sie zu wenig zu essen haben. Ja, wo greifen die denn an? Können die jetzt mal angreifen dann auch? Ich mache die das mit meiner Armee einfach platt. Ja, ihr könnt euch da schon mal versammeln für die zweite Angriffswelle. Ich glaube, in einer werden wir es leider nicht schaffen, alles platt zu machen hier. Mich wundert, dass er nichts macht. Ich hätte eigentlich eher gedacht, dass das so Burg gegen Burg ist und nicht. Er guckt zu, was ich mache. Und das Schwein greift ab und zu mal an, weil da weiß ich, du denkst so, ja, hi, ich bin auch noch da. Bis das Schwein angegriffen hat, kann ich meine Truppen auch noch verstärken eigentlich dann, ne? Greifen die jetzt an oder gucken die nur? Die greifen auch an, okay, gut. Weil ich wollte gerade sagen, so langsam wird es nervig. Voll die Armee schon. Einfach weil das Schwein jetzt das so rauszögert, ne? Ich fürchte, das Schwein hat jetzt das Ende der Schlange besiegelt, ey. Das ist echt schön für das Vorratslager. Und dann haben meine Leute gleich Pause. So. Auf geht's. Nee, nur den halben, natürlich den ganzen. Ja, die können auch ruhig kommen. Kann ich den Sammelpunkt irgendwie nach hier hin packen? Dass sie sich gleich hier sammeln sollen? Wahrscheinlich nicht, ne?
wie viele das einfach sind, ne? Das ist schön für die Truppen. Echt, ich hab's befürchtet, ne? Ich hab die schon nach ganz hinten geschickt. Und anstatt dass sie meine Burg angreifen, helfen die der blöden Schlange eher. Das ist so nervig. Ihr dürft auch gerne die Schlange angreifen, Leute. Oder die greifen meine Burg einfach von der anderen Seite an. Ja, die greifen von der anderen Seite an. Das ist okay. So. Wollen wir mal gucken, ne? Warum müssen die das denn jetzt so doof schieben? Das ist richtig doof. Ich dachte, ich habe einen Baumeister. Ach so, weil das wahrscheinlich zu schwer ist. Naja, ist egal. Nö, die höre ich eigentlich nicht. Hey, lasst euch einfach abschießen, ne? Ja, dann stirbst du halt. Ich hätte es gleich so machen sollen.
Ja, das ist schön für die. Wo wollt ihr hin? Wir wollen da durch. Ja, das weiß ich, dass ich auf euch zählen kann. Ich bin mir da nicht so sicher, wie lange ich noch lebe. Denn deine Burg bröckelt hier gerade ganz schön gut. Ja, die Wölfe sind egal. Wir haben mit einer Riesenarmee die ersten beiden Mauerringe zerstören können. Ne, hier oben ist er. Hier oben ist er! Die bleiben aber stehen! Ja, und damit ist das Ende der Schlange auch besiegt. Sie gehört uns. Ja, im Grunde meines Herzens ist mir das egal. Eigentlich laufe ich nicht so weg, aber ist okay. Kann ich nicht nach oben expandieren lieber? Erstmal mein Königreich vereinen und dann der Bergpass.